Verkaufe mir diesen Stift. Diese Szene kennt sehr wahrscheinlich jeder, der im Verkauf unterwegs ist und den Film Wolf of Wall Street gesehen hat. Und die Szene ist so berühmt, dass es mittlerweile ein Partygag ist, dass es mittlerweile auch genutzt wird, um in Einstellungsgesprächen die Vertriebler auf die Probe zu stellen. Und wenn du wissen möchtest, was die perfekte Antwort ist, bei Verkaufe mir diesen Stift, dann bleib jetzt dran, denn darum geht es in diesem Video. Okay, lass uns direkt mit dem Video starten und ich möchte dir heute gerne zwei Varianten mit an die Hand geben. Zwei Varianten, wie es dir gelingen wird, einen Stift zu verkaufen. Und zwar einmal für die Situation, wenn es vielleicht ein Partygag ist oder wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt und wenn es darum geht, eben diese Aufgabe zu bestehen und dein Gegenüber zu beeindrucken. Und auf der anderen Seite möchte ich dir auch gerne eine Variante präsentieren, wie es dir wirklich gelingen wird, also wirklich gelingen wird, einen Stift zu verkaufen. Und weil die zweite Variante, also wirklich einen Stift zu verkaufen, aus meiner Sicht die viel spannendere Variante ist, möchte ich auch gerne mit dieser Variante ins Video starten. Also, eine kurze Vorinformation dazu. Es wird dir natürlich nicht gelingen, jedem Menschen einen Stift zu verkaufen. Also gerade wenn es vielleicht um einen Montblanc-Stift geht, der mehrere hundert Euro kostet, da wird es dir nicht gelingen, jeden davon zu überzeugen, dass er mehrere hundert Euro in einen Stift investiert. Ja, frei nach dem Motto, dein Angebot muss zur Zielgruppe passen. Wenn du zum Beispiel ein Auto verkaufen willst und du hast jetzt jemanden dir gegenüber, der gar kein Auto fährt, auch kein Interesse daran hat, jemals Auto zu fahren, der auch keinen Führerschein hat und der auch niemanden kennt, der ein Auto gebrauchen könnte, ja, vielleicht ein ganz komisches Beispiel, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte, dann macht es relativ wenig Sinn zu versuchen, bei dem den Bedarf zu wecken und dem dieses Auto zu verkaufen oder anzubieten. Ja, das endet im Frust, weil der denkt sich, hey, was willst du von mir und du bist frustriert, weil du da nicht weiterkommst. Also such dir jemanden, der dein Auto auch tatsächlich gebrauchen kann und dann ist es einfach, beziehungsweise dann wird es dir gelingen, wenn du es richtig anstellst, dass du dem eben dein Auto auch entsprechend schmackhaft machst. Und darum geht es und deswegen gehen wir mal davon aus, dass du jetzt vielleicht nicht gerade der Landwirt aus dem Nachbardorf bist, also bitte völlig ohne Wertung, aber der Landwirt aus dem Nachbardorf wird sehr wahrscheinlich keine paar hundert Euro für einen Stift ausgeben, sondern dass du vielleicht Finanzdienstleister bist. Du hast vielleicht Ambitionen, hohe fünf- oder sechsstellige Umsätze zu machen, also hohe fünf- oder sechsstellige Aufträge abzuschließen und eben mit sehr erfolgreichen Geschäftsleuten zusammenzuarbeiten. Und dann würde ein Rollenspiel folgendermaßen aussehen, wenn du jetzt der Finanzdienstleister bist und ich bin der Verkäufer, der versucht, dir diesen Stift anzubieten. Also, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum es Menschen gibt und was es für Menschen sind, die mehrere hundert Euro für einen einzigen Stift ausgeben. Und zum Beispiel du als Finanzdienstleister, du hast das Ziel, mit erfolgreichen Geschäftsleuten zusammenzuarbeiten und sehr erfolgreiche Geschäftsleute achten natürlich sehr genau darauf, wem sie ihr Geld anvertrauen, gerade wenn es um so große Summen geht. Das bedeutet, sehr erfolgreiche Geschäftsleute wollen natürlich auch mit absoluten Vollprofis und mit absoluten Experten und vor allem auch mit anderen erfolgreichen Geschäftsleuten zusammenarbeiten. Und jetzt musst du nicht nur der absolute Profi und der absolute Experte sein, sondern du musst es eben auch zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Menschen werden sehr darauf achten, wie du dich gibst, wie du gekleidet bist, was du für Schuhe anhast, was du für eine Uhr trägst. Und sie werden schlussendlich auch darauf achten, welchen Stift du ihnen zur Unterschrift reichst. Und wenn es jetzt um einen Auftrag im hoch fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich geht und jetzt legst du ihm einen Werbekugelschreiber für ein paar Cent oder für ein paar Euro hin, dann wird das der Grund sein, warum diese Menschen anfangen zu zweifeln. Dann wird das der Grund sein, warum diese Menschen Einwände bringen, eine Nacht drüber schlafen wollen und schlussendlich nicht die Unterschrift leisten. Und deshalb meine Frage, wenn so ein Stift für ein paar hundert Euro einmalige Investition für dich künftig die Eintrittskarte ist, dass du mit solchen Geschäftsleuten zusammenarbeiten kannst und dass du Aufträge im hohen fünf- oder sechsstelligen Bereich abschließt, würdest du dieses einmalige Investment dann tätigen, wenn das die Eintrittskarte ist? Und wenn deine Antwort gerade ja war, dann ist es mir soeben gelungen, dir diesen Stift zu verkaufen. Ich erkläre dir gleich noch einmal etwas genauer, was ich hier gemacht habe. Lass mich dir vorher die zweite Variante zeigen. Also wie machst du es zum Beispiel, wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt und wie machst du es zum Beispiel, wenn es ein Partygag ist und auf irgendeiner Party oder ja, irgendwo anders jemand auf dich zukommt und sagt, ey, verkauf mir mal diesen Stift.
Ja, wenn du jetzt hergehst und die Variante spielst, die du im Film siehst, in Wolf of Wall Street, dann sind die Leute meist wenig beeindruckt, ja, beziehungsweise, naja, es ist halt jetzt irgendwie auch nicht so ganz der Bringer, wenn du sagst, hey, schreib mir mal deinen Namen auf die Serviette. Oh, ich habe aber keinen Stift. Ja, guck mal, Angebot und Nachfrage habe ich dir gerade verkauft. Naja, ist im Film ganz witzig, aber ich möchte dir eine Variante präsentieren, die du auch wirklich oder vielleicht auch ein bisschen besser auch in der Bewerbungssituation spielen kannst. Also, in der Situation, es geht um eine Bewerbung, ist es in der Regel kein Montblanc-Stift, sondern ein ganz einfacher Werbekugelschreiber. Ist aber auch vollkommen egal, welchen Wert dieser Stift hat. Derjenige reicht dir diesen Stift und sagt, hey, verkauf mir den mal. Und jetzt sagst du, okay, schauen Sie, wenn Sie diesen Stift einmal so anschauen, was gefällt denn Ihnen persönlich an dem Stift gut? Also, was würden Sie sagen, sind die Vorteile dieses Stiftes? Was ist das, was Ihnen gefällt? Und egal, was sie antworten, du sammelst jetzt Pluspunkte und Argumente ein, die aus der Sicht deines Gegenübers für diesen Stift sprechen. Und jetzt gibst du diesen Stift weiter und gibst ihn rüber und sagst, wenn sie diesen Stift mal in die Hand nehmen, ist es irgendwie unangenehm oder können sie sich grundsätzlich vorstellen, damit auch zu schreiben? Und die Antwort wird sein, naja, unangenehm ist es nicht, ich kann damit natürlich schon schreiben. Und jetzt stellst du die dritte und letzte Frage, die Abschlussfrage und sagst, hey, okay, alles klar. Was wäre denn Ihnen persönlich dieser Stift wert? Und egal, ob der 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro als Antwort kommt, du hast den Stift verkauft, weil du sagst einfach, okay, dann haben wir einen Deal. Das heißt, du lässt deinem Gegenüber quasi die Argumente für diesen Stift liefern und du fragst dein Gegenüber, was dieser Stift Ihnen wert wäre und zu diesem Wert verkaufst du ihm dann diesen Stift und sagst, hey, dann haben wir ja einen Deal. Das ist eine Variante, die du natürlich sehr gut auch im Bewerbungsgespräch spielen kannst, wo es dir dann gelingen wird, diesen Stift dann zu verkaufen und wo du dann einfach diesen Test hinterher auch bestanden hast. So, noch einmal zurück zur ersten Variante. Also gerade wenn man hier auf YouTube sich umschaut oder gerade wenn man vielleicht Menschen auch wirklich mal real diese Aufgabe gibt, verkaufen wir mal diesen Stift, dann kommen ja die verschiedensten Antworten und verschiedensten Ansätze, wie diese Menschen das versuchen würden und kein Ansatz überzeugt so wirklich. Also der große Fehler ist herzugehen und anzufangen, den Nutzen und die Argumente und die Vorteile aufzuzählen, die jetzt für diesen Stift sprechen. Ja, liegt gut in der Hand, sieht gut aus, ist hochwertig verarbeitet, hat ein schönes Schriftbild. Also, das ist ja auch das, was auf vielen Verkaufsseminaren immer noch beigebracht wird, dass du einfach deine Argumente für dein Angebot sammeln sollst und dann sollst du einfach diese Argumente deinem Gegenüber um die Ohren hauen. Ja, am besten in der richtigen Reihenfolge. Also jetzt sollst du ja von Nutzen und Vorteilen unterscheiden und auch von Merkmalen. Und du sollst natürlich nur über Nutzen und über Vorteile verkaufen, nicht über Merkmale. Das ist also das, was beigebracht wird. Ehrlich gesagt, ja, funktioniert nicht so wirklich. Also im realen Leben, in der realen Praxis eigentlich nicht so gut. Und auch hier hätte ich jetzt versucht, hätte gesagt, ey, du als Finanzdienstleister, schau doch mal, wie schön der ist. Und du wirst ja deinen Kunden damit beeindrucken, wie schön der aussieht und wie toll der ist. Und der liegt so toll in der Hand. Und das wird dein Kunde auch merken, wenn er die Unterschrift leistet. Dann wird er noch ein besseres Gefühl haben. Und also über solche Argumente überzeugst du nicht. Ja? Du überzeugst Menschen nicht über eine Argumentation. Das funktioniert niemals. Deswegen lass das. Okay? Auch die Variante, dass sich viele ausdenken, dass sie irgendwelche Fantasiebegriffe hierfür einführen und sagen, schauen Sie, das hier ist kein Stift, sondern das hier ist ein Gedanken auf Papierbringungsschreibmaschinen, keine Ahnung was, Wunderwaffenteil. Ja? Auch das ist so eine Variante, habe ich auf YouTube entdeckt, da dachte ich, oh mein Gott, okay. Auch das wird dein Gegenüber nicht wirklich davon überzeugen, dass er diesen Stift jetzt kauft, nur weil du diesem ganzen Teil hier einen anderen Namen gibst. Also, was stattdessen funktioniert, ist, dass du den Menschen, und das habe ich gemacht, aufzeigst, dass sie ein Problem haben und dass ihnen etwas fehlt. Also vor allem, dass sie ein Problem haben, wenn sie dein Angebot nicht in Anspruch nehmen. Ich habe dir aufgezeigt, dass du ein Problem hast, wenn du diesen Stift nicht kaufst. Und das ist das, was Menschen überzeugt, weil das übt keinen Druck aus, sondern das sorgt wirklich dafür, dass dein Gegenüber anfängt zu überlegen und dass so ein Switch im Kopf stattfindet. Und dass der Gegenüber vielleicht vorher gesagt hat, niemals würde ich ein paar hundert Euro für einen Stift ausgeben. Und jetzt hat er aber einen Grund dafür bekommen, weil er gemerkt hat, Schande, wenn ich den Stift nicht habe, ja, dann kann ich auch mein Ziel nicht erreichen. Und das ist, wie du wirkungsvoll Bedarf wächst und das ist übrigens auch, wie du wirkungsvoll einen Pitch machst. Also bitte nicht argumentieren, sondern zeig den Leuten auf, dass sie ein Problem haben, wenn sie dein Angebot nicht haben. So, jetzt ist es ein sehr schmaler Grat, wie du das machst. Also Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Ja, also je nachdem, wie du das dosierst und je nachdem, wie du das rhetorisch aufbaust, da gibt es so ein paar Regeln, denen du folgen musst. Und
diese Regeln und wie du es machst und wirklich on point solche Formulierungen gerade auch für dein Angebot ausarbeitest, das machen wir beispielsweise in den Trainings bei mir. Ja? Also das lernen Trainingsteilnehmer von mir. Und wenn du vielleicht wissen möchtest, ob du für ein Training in Frage kommst, ob das auch was für dich ist, ob wir da was Passendes für dich haben, also ob die Bedingungen da für dich auch vielleicht rundum stimmen. Und wenn du Lust hast, mehr übers Verkaufen zu erfahren, richtig gut verkaufen zu können, dann hast du jetzt die Möglichkeit, trag dich ein unter diesem Video und zwar für ein kostenloses Beratungsgespräch. Das bedeutet, wir schauen einfach mal uns deine Situation an, schauen, wo du stehst, was deine Herausforderungen sind, was vielleicht auch deine vertrieblichen Ziele sind und gucken einfach mal, wie du die erreichen kannst. Und ich arbeite mit dir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan zu deinen Zielen aus. Und das Ganze ist völlig kostenfrei, unverbindlich. Wenn du darauf Lust hast, trag dich ein. Ansonsten weißt du, was du zu tun hast. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Nicht vergessen zu abonnieren und schreib mir gerne mal dein Feedback in die Kommentare, ob es mir vorhin gelungen ist, dir diesen Stift zu verkaufen. Bin sehr gespannt, freue mich drauf und bis zum nächsten Video. Dein Julian.